Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, um die Welt des Schachs zu erkunden. In diesem Video werde ich dir die Grundlagen des Schachspielens vermitteln. Wir werden uns die Schachfiguren ansehen, ihre Bewegung und Bedeutung im Spiel erklären. Außerdem werden wir die grundlegenden Regeln wie Schach geben, Schachmatt, Remis besprechen. Egal, ob du noch nie zuvor Schach gespielt hast oder bereits etwas Erfahrung hast, dieses Video ist für jeden gedacht, der seine Schachwissen erweitern möchte. Also, lass uns direkt loslegen und in die faszinierende Welt des Schachs eintauchen. Rochade, der König zieht mit seinem Turm. Die Rochade ist ein besonderer Zug im Schach, der es dem König erlaubt, sich selbst zu bewegen, während gleichzeitig einer der Türme aktiv wird. Die Rochade wird oft als Königsflucht bezeichnet, da der König aus der Mitte des Schachbrettes herausgezogen wird und sich hinter einer der Linie von eigenen Bauern versteckt. Es gibt zwei Arten von Rochade, die kurze Rochade und die lange Rochade. Bei der kurzen Rochade bewegt sich der König zwei Felder nach rechts oder links und der Turm auf der rechten oder linken Seite des Königs wird auf das Feld bewegt, das der König übersprungen hat. In der Ausgangsstellung steht der König und der Turm auf ihre jeweilige Position. Lange Rochade. Bei der langen Rochade bewegt sich der König zwei Felder nach rechts oder links und der Turm auf der rechten oder linken Seite des Königs wird auf das Feld direkt neben den König gestellt. In der Ausgangsstellung stehen der König und der Turm ebenfalls auf ihre ursprüngliche Position. Es gibt bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um die Rochade durchzuführen. Der König darf vor der Rochade nicht gezogen haben. Der Turm, mit dem die Rochade durchgeführt wird, darf vorher nicht gezogen haben. Die Felder zwischen dem König und dem Turm müssen leer sein. Der König darf nicht im Schach stehen, im Schach ziehen oder über ein bedrohtes Feld ziehen. Nun hier eine kleine Übung. Weißt du, wie wir hier mit Weiß eine kurze Rochade ausüben? Okay, richtig. Eine kurze Rochade wäre hier nach rechts, zwei Felder und der Turm wandert dorthin. Also von hier nach hier. Bei Schwarz, drehen wir das Brett, wäre das die linke Seite. Von hier nach hier, von hier nach hier. Drehen wir das Brett. Und wir gehen mal in die Ausgangsposition. So. Und eine lange Rochade, die sieht dann so aus. Wir würden den König hier hinsetzen und der Turm würde dort landen. Drehen das Brett. Bei Schwarz wäre die lange Rochade genauso. Was glaubst du? Dürfte Schwarz hier eine lange Rochade jetzt machen? Richtig. So sieht's aus. Nein. Weil hier Weiß Felder blockiert für Schwarz. Und zwar mit den Turm.
wenn jetzt Schwarz eine lange Rochade machen würde, könnte, kann er natürlich nicht, würde er durch ein Schach gehen und das ist verboten. Also hätte er nur die Möglichkeit, eine kurze Rochade machen. Diese Möglichkeit würde bestehen. Was glaubst du? Darf hier Weiß eine kurze Rochade machen? Die Antwort ist ja. Weil er steht nicht im Schach, alles regelkonform, er wurde noch nicht bewegt. Und zack, dürfte er. Nun schauen wir uns Schwarz an. Glaubst du, Schwarz dürfte hier eine lange Rochade machen? Nein. Warum? Weil hier der Springer steht. Dieser Springer blockiert diese beiden Felder. Dadurch kann Schwarz keine lange Rochade ausüben. Dieser Springer das verhindert. Was glaubst du, darf Weiß hier eine kurze Rochade machen? Ja oder nein? Bitte schreib es in den Kommentar, ob du der Meinung bist, dass Weiß hier eine Rochade machen darf oder Weiß hier keine Rochade machen darf. Würde mich sehr darüber freuen. Die Rochade ist ein nützliches taktisches Manöver, in dem der König in Sicherheit zu bringen und den Turm in eine aktive Position zu bringen. Sie kann dazu beitragen, die eigene Königstellung zu sichern und den Gegner zu überraschen.